Ungarn hat gewählt. Und zum dritten Mal hat Premierminister Viktor Orban mit seiner Fidesz-Partei die Wahl gewonnen. Wahrscheinlich auch zum letzten Mal, denn Orban hat ja die Zweidrittelmehrheit im Parlament und kann weiterhin machen, was er will. In den letzten Jahren hat Orban nicht nur die Medien mit Hilfe von reichen Freunden fast gleichgeschaltet. Er hüllt auch die Justiz aus und verbietet Nichtregierungsorganisationen, die ihn kontrollieren könnten. Ja, das ist Ungarn. Sein Wahlsieg hat Orban aber vor allem dadurch erzielt, dass er Angst geschürt hat. Und zwar Angst vor Migration. Hier ein Original-Fernsehspot. Alle 12 Sekunden kommt ein illegaler Migrant nach Europa. Sie überschreiten unkontrolliert die Grenzen. So wissen wir nicht, wer sie sind und wie viele von ihnen getarnte Terroristen sind. Ja, da braucht es natürlich eine harte Hand, vor allem gegenüber muslimischen Flüchtlingen. Um die geht es ja. Ne? Muslimische Flüchtlinge, die, wenn sie nicht gerade Terroranschläge durchführen, zumindest Ungarn überschwemmen und seine Kultur zerstören. Ungarn hat zwar nur ein paar tausend Flüchtlinge aufgenommen, dennoch ist die Angst vor Migranten und einer schleichenden Islamisierung in keinem Land der EU so groß wie in Ungarn. Schleichende Islamisierung, sehr schleichend. Ja, in Ungarn leben schätzungsweise 30.000 bis 50.000 Muslime. Das sind nicht einmal 0,5% der Gesamtbevölkerung. Ich finde, wenn 0,5% eine ganze Kultur zerstören können, dann muss es eine verdammt schwache Kultur sein, da in Ungarn. Ja. Natürlich haben die Ungarn Angst. Ein bisschen was kann ich schon verstehen, dass die Ungarn Angst haben. Klar, sie wurden schon dreimal in ihrer Geschichte wirklich herausgefordert, heimgesucht, muss man sagen. Es kamen schreckliche Heimsuchungen über dieses Land. Erst die Hunnen, dann die Kommunisten, dann auch noch Lothar Matthäus als Nationaltrainer. Und wahrscheinlich ist das der wahre Grund, warum Orban bei einer europäischen Flüchtlingspolitik nicht mitmachen will und lieber auf Orban Gardening setzt. Hauptsache, die Zäune stehen. Die Kohle der EU nimmt Orban trotzdem gerne. Klar, Ungarn gehört zu den größten Nutznießern von EU-Geldern. Gleichzeitig gilt Ungarn inzwischen aber nach Bulgarien als das korrupteste Land Europas. Man sagt, in Ungarn sind mehr Schmiermittel im Umlauf, als Saudi-Arabien im Jahr fördert. Und das führt eben dazu, dass man zum Beispiel als Buddy von Viktor Orban sehr schnell zu sehr viel Geld kommen kann. Wie zum Beispiel sein alter Schulfreund Lőrinc Mészáros, inzwischen Bürgermeister in Orbans Heimatdorf und einer der reichsten Männer Ungarns. Er ist jetzt leider nicht so wahnsinnig gesprächig. Sprechen mit uns will er nicht. Auch nicht über seinen Bauauftrag. Genau gegenüber von hier, einem Wohnsitz von Orban, hat er dieses für ein Dorf protzige Fußballstadion hochgezogen. Mit rund 13 Millionen Euro aus der Staatskasse. So wollte es Orban. Na meine Güte. Der eine hängt sich einen Basketballkorb an die Garage und Orban baut sich ein Fußballstadion in den Hinterhof. Und der eine hat halt eine Märklin-Eisenbahn im Keller. Und was baut sich Orban in sein Dorf? Diese Schmalspurbahn, diesmal vor allem finanziert durch einen Millionenzuschuss von der EU. Eine Verwendung, die Fragen aufwirft. Doch Orban hat am Tag der Einweihung ganz andere Sorgen. Ich will unbedingt mitfahren. Die Bahn ist so schön geworden, aber etwas zu kurz geraten. Leider zu kurz geraten. Eigentlich sollte die Bahn direkt in sein Schlafzimmer führen und ihm morgens den Kaffee ans Bett bringen.